Und ich bin's, der Matthias. Das seid ihr gerade, E.T.? E.T. ist meine Zacken-Erd-Schildkröte, die asiatische. Sehr selten, also eine echte Rarität. Und sie heißt E.T., weil ihr Kopf mit den interessanten Augen dem E.T. sehr ähnlich sieht. Und sie hat eine Besonderheit. Sie kann ihre Augen unabhängig voneinander bewegen, also wie ein Chamäleon praktisch. Ist einfach mega cool, extrem neugierig und sie sieht alles, ihr entgeht nichts. Wie gesagt, sie ist einfach mega cool. Es müsste ein Männchen sein. Kann ich oder kann man noch nicht 100% sagen? Schau mal, wie sie in die Kamera schaut. Mega cool. Wie gesagt, man kann noch nicht genau sagen, ob es ein Mensch oder ein Weibchen ist, aber von der Schwanzlänge her müsste es ein Männchen sein. Denn die Weibchen haben einen kürzeren Schwanz. Und ihr müsst aufpassen, diese muss man extrem feucht halten, diese kleinen Schildkröten. Wenn man sie zu trocken hält, kann sich der Panzer verformen. Und das muss ja nicht sein. Schau mal, ob sie die Made mag. Ah, jawohl, die Made ist doch lecker. Auf jeden Fall ist sie gerade tagaktiv. Ist immer was los, immer was zu beobachten. Macht 3 Monate Winterruhe, aber es genügen hier so 10 bis 15 Grad in einen kühlen Raum stellen. Die Faunabox oder das Terrarium, das genügt schon. Meine habe ich jetzt für 2 Monate ins Badezimmer gestellt, denn im Badezimmer habe ich so meistens um die 15 Grad. Und wie es scheint, hat es ihr sehr gut getan. Sie ist ja kurz wieder aus dem Winterschlaf erwacht und frisst sofort gleich wieder. Ist auch schon etwas gewachsen, habe ich den Eindruck. Auf jeden Fall sind das mega coole Schildkröten. Gibt bereits ein Haltungsvideo. Könnt ihr mal schauen in meinem Kanal. Wenn das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Ansonsten see you later. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.